Die Welt scheint immer verrückter zu werden. Das Pulverfass im Nahen Osten zwischen Israelis und Arabern und mit Türken und Kurden. Dann die Massenmigration in Europa. Und jetzt hat Putin in seiner Rede an die Nation erklärt, dass sie neue Atomwaffen haben, die von den USA nicht abgefangen werden können. Und daraufhin hat auch Trump gleich gekontert, dass sie das eben doch können. 2015 hat ein Berater von Putin gemeint, dass es eine ganz gute Strategie wäre, wenn Russland Europa erobern würde und dann quasi vor dem ganzen modernen Gender-Mainstreaming und von der Masseneinwanderung beschützen könnte. Und wir wollen es wirklich nicht hoffen, aber das alles sieht danach aus, dass ein großer, vielleicht ein dritter Weltkrieg geplant ist. Und das würde bedeuten, dass viele Menschen verhungern, erfrieren werden oder von Seuchen dahingerafft werden. Wir müssen unbedingt jetzt schon etwas tun, um darauf vorbereitet zu sein. Und den effektivsten Weg dafür werde ich euch heute vorstellen, was jeder tun kann, um auf so eine Krise vorbereitet zu sein. Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Du wirst es nicht bereuen, eingeschaltet zu haben. Wir wollen es natürlich niemals hoffen, dass so etwas passiert. Aber doch scheinen heutzutage einige Präsidenten von wichtigen Staaten verrückt geworden zu sein. Und wir wissen von der Geschichte vom Ersten Weltkrieg, dass schon kleine Dinge manchmal dazu führen können, dass ein großer Krieg passiert. Wie ihr wisst, gab es vor dem Ersten Weltkrieg ein Attentat, was dazu geführt hat, dass Österreich und Deutschland den Krieg erklärt haben. Und es war erstmal gedacht als ein ganz kleiner, lokaler Krieg. Aber es sind immer mehr Nationen eingestiegen und dadurch ist es zu einem riesen Weltkrieg mit Millionen von Millionen Toten geworden. Und wir wissen auch vom Zweiten Weltkrieg, dass schon ein paar wenige verrückte Personen einen riesen Chaos auslösen können. Für den einen oder anderen mag das vielleicht spannend klingen, aber keiner wird davon profitieren. Es wird Hungersnöte geben und Seuchen und es wird brutale Menschen geben, die vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Bam. Oh, sorry. Aber du kannst deine Chancen, um das alles heil zu bestehen, drastisch erhöhen. Als erstes solltest du auf jeden Fall mein erstes Video dazu anschauen. Da gebe ich die 5 besten Tipps, wie ihr einen dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg überlebt. Das findest du hier oben. Aber heute soll es darum gehen, aufs Land zu ziehen. Ja, aber wieso sollte man aus der Stadt ziehen? Es gibt auch viele Gründe, in der Stadt zu bleiben. Aber es gibt auch viele gute Gründe, aus der Stadt herauszuziehen. Und zwar, logischerweise bieten Städte viele Vorteile. Man hat alles, was man braucht, in sehr kurzer Reichweite. Es gibt viele Menschen, man kann sich ständig treffen und verabreden und Spaß haben. Aber Städte haben ein großes Problem, und zwar, sie sind nicht autark. Und das bedeutet, Städte können sich nicht selbst versorgen. Sie sind immer auf Hilfe von außen angewiesen. Sie sind komplett darauf angewiesen, dass jeden Tag Energie, Nahrung und Wasser von außen in die Stadt geleitet wird. Was würde also in Krisenzeiten mit einer Stadt passieren? Was wird passieren, wenn die Versorgung in der Stadt höchstwahrscheinlich zusammenbrechen wird? Was wird mit dem normalen Menschen passieren? Also für die Eliten wird es sicher kein Problem sein. Sie werden immer einen Weg finden, mit viel Geld und mit viel Einfluss irgendwie zu ihren Mitteln zu kommen, zu ihrer Nahrung. Aber was mit dem normalen Mensch, der in der Stadt lebt? Wie kann er da noch über die Runden kommen? Jetzt ist gerade der Wintersturm vorbeigehen. Und zum Glück haben wir es schön warm in den Häusern. Aber stellt euch mal vor, was wäre, wenn wir keine Energie mehr hätten. Und um im Winter Wärme zu haben, sind riesige Mengen Energie notwendig. So eine kleine Pflanze reicht da definitiv nicht aus. Um ein normal isoliertes Haus im Winter mit Energie zu versorgen, bräuchtest du schon einen kleinen Wald an Bäumen, um genügend Energie zu haben. Stellt euch mal vor, die Versorgung für Öl und Gas würde ausfallen in der Stadt. Gute Nacht für alle, die in der Stadt wohnen. Und vielleicht denkst du jetzt, was kann ich tun, wenn ich zur normalen Bevölkerung und nicht zur Elite gehöre, dass mir so etwas nicht passiert? Und die Antwort ist ganz einfach: aus der Stadt ziehen. In der Stadt wird in Krisenzeiten um jedes bisschen Wasser und Essen gestritten oder gekämpft werden. Auf dem Land dagegen gibt es zumindest genug. Auf dem Land ist es so, dass eigentlich jeder es schaffen kann, sich für längere Zeit selbst zu versorgen. Aber selbst für den Fall, dass es nicht zu einem Weltkrieg kommt, werdet ihr nur davon profitieren. Zum einen ist es so, auf dem Land leben ist viel billiger. Ihr könnt viel Geld mit der Miete sparen und mit anderen Dingen. Die Luft ist viel gesünder, viel weniger Feinstaub. Und auch für die Kinder ist es viel besser, wenn sie auf dem Land aufwachsen. Sie wachsen natürlicher und gesünder auf und entwickeln auch einen ausgeglicheneren Charakter. Und auch die ganze Kriminalität und die schlechten Einflüsse gibt es viel weniger auf dem Land als in der Stadt. Also ihr seht, die Vorteile sind riesig, aufs Land zu ziehen. Und trotzdem ist es so, dass ganz viele Leute in Deutschland, in der Welt immer mehr in die Stadt ziehen. Es gibt eine regelrechte Verstädterung. Warum ist das so? Und was kann man tun, dass das Landleben nicht in einem Desaster endet? Erzählt mir bitte dazu eure Tipps. Was sind eure Tipps, dass das Landleben gelingt? Schreibt mir in die Kommentare. Ich werde jeden Kommentar beantworten und ich freue mich auf eure Tipps. Hier sind meine Tipps. Erstens die Vorbereitung.
Vielleicht kannst du im Moment noch nicht weg. Das war bei mir lange Zeit auch so und auch jetzt wohne ich noch nicht auf dem Land, ich bin nur auf dem Wege dahin. Vielleicht studierst du noch. Dann ist es gut, dass du erstmal anfängst mit Geld sparen. Und zwar, man sollte nichts überhastet anfangen, sondern langsam die Schritte vorbereiten und dann, vielleicht im Extremfall, wenn schon die Krise sich anbahnt, ist man bereit wegzuziehen oder schon vorher wegziehen. Beides sind gute Lösungen. Ich will jetzt nicht empfehlen, ob ihr ein Haus auf dem Land kaufen solltet oder lieber mieten solltet. Es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn ihr es kauft, habt ihr natürlich alles selber in der Hand und ihr müsst keine Miete zahlen. Allerdings, wenn ihr mietet, gibt es auch den Vorteil, dass der Vermieter kann alle Reparaturen steuerlich absetzen. Das heißt, er hat steuerliche Vorteile. Das müsst ihr selber wissen. Such dir die richtigen Freunde. Man sagt nicht umsonst, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Such dir gute Freunde, keine Drogenabhängigen, keine Draufgänger. Es ist auch wichtig, dass du dir den richtigen Partner suchst. Es gibt viele Leute, die können mit dem Landleben nicht richtig zurechtkommen, weil sie einfach eine gewisse innere Unruhe haben. Und wenn dann das Landleben so still ist und das sind wenig Menschen, dann kommen sie damit nicht klar und sie müssen fast wieder zurück in die Stadt. Also schau, dass du den richtigen Partner nimmst. Also ein Partner, der nicht so viel Wert auf Partyleben und das größte Action immer legt, sondern der einen ausgeglichenen und guten Charakter hat und dann wird es auch gelingen. Ich habe von vielen Leuten gehört, die aufs Land gezogen sind und plötzlich hat einer der Partner, vielleicht die Ehefrau, einen Rappel bekommen, sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten, hat dann den Partner verlassen, ist wieder in die Stadt gezogen und das ist ein großes Problem. Da sollte man vorbeugen. Sammel dir wichtige Kenntnisse an über die Natur, über Heilpflanzen, die du benutzen kannst, über den Garten. Dazu mache ich übrigens bald ein Video. Wie du selber Dinge reparieren kannst, wie du selber an deinem Haus was renovieren kannst oder auch wie man gute Freunde gewinnt. Übrigens mache ich auch dazu bald ein Video, wie kann man Freunde gewinnen. Und auch wie du dir ein gutes Netzwerk aufbauen kannst. Der zweite Punkt ist auch ganz wichtig und hängt unerlässlich mit dem Landleben zusammen. Tu etwas Nützliches, tu etwas Schönes. Gerade auch, um zu vermeiden, dass sich vielleicht einer der Partner oder beide langweilen auf dem Land und zurück in die Stadt wollen, tut etwas Nützliches. In Deutschland gehen so viele Familien kaputt. Tut hier etwas. Oder viele Menschen sind allein, die einfach mal einen Besuch brauchen. Oder Vereine, geht in einen Verein und engagiert euch in diesem Verein. Viele Leute sitzen heute den halben Tag vor dem Computer, auch in ihrer Freizeit, anstatt in den Verein zu gehen. Und gleichzeitig sterben in Deutschland immer mehr Vereine, die eigentlich wirklich gute Sachen machen. Und es ist vielleicht nicht so modern, aber es ist allemal besser, was man im Verein macht, als nur vor dem Computer zu sitzen oder ins Kino zu gehen oder Filme zu schauen. Und jetzt kommt der Teil, der zumindest einem Schwaben wie mir auch richtig Spaß machen kann. Es ist wirklich so, Geld sparen kann richtig Spaß machen. Und für alle, die nicht im Südwesten leben, klingt es vielleicht ein bisschen komisch, aber hier ist es wirklich so, dass wir uns ständig begeistert erzählen, bei welcher Gelegenheit wir wieder 1-2 Euro gespart haben und alle hören bewundernd zu. Super. Aber eigentlich hat es auch einen tieferen Sinn. Und zwar ist es heute so, dass der Staat und auch die Banken und die Eliten immer mehr versuchen, immer mehr Geld von unserem Geld zu bekommen. Also zum Beispiel von den Steuern, die wir zahlen, ein Großteil von unseren Steuern geht allein in die Schuldzinsen. Das heißt ohne Wirkung, ohne etwas Positives für das Land oder für die Leute, nur zur Deckung der Schuldzinsen geht es direkt an die Banken. Deshalb ist es besser, Geld zu sparen. Und es muss nicht wehtun. Zum Beispiel lohnt es sich, Qualität zu kaufen, anstatt sich jedes Jahr wieder ein neues Produkt zu kaufen, was dann kaputt geht und wieder neues. Da spart man viel Geld und außerdem hat man ein besseres Produkt und viel weniger Ärger. Ich mache übrigens demnächst auch ein Video mit den besten Spartipps, also abonniert unbedingt den Kanal. Aber schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr für gute Spartipps? Würde mich interessieren. Wer natürlich auf dem Land lebt, hat eventuell weniger gute Möglichkeiten, den perfekten Job, der perfekt zu ihm passt, zu finden, weil es einfach weniger Möglichkeiten, weniger Unternehmen gibt. Und deshalb muss man eventuell mit weniger Geld auskommen. Und am meisten Geld spart ihr, wenn ihr nicht als Single lebt, sondern wenn ihr zum Beispiel eine Familie habt und wenn ihr darauf achtet, dass die Familie auch zusammen bleibt und dann nicht das Geld verloren geht bei einer Trennung. Und auch der Urlaub, man muss nicht unbedingt einen Urlaub in die weitest entfernte Insel nach Hawaii machen. Hawaii soll übrigens sowieso total überbewertet sein. Sondern man kann auch hier bleiben in Europa, sich Inseln anschauen oder einfach im Schwarzwald oder in der Schweiz gibt es auch sehr viele schöne Ecken. Es ist wichtig, die richtigen Tipps zu lernen. Informiert euch gut. Abonniert meinen Kanal, da kriegt ihr die richtigen Tipps. Du bist genial und deshalb versuche ich mit meinem Kanal euch die Tipps zu geben, die euch ein erfolgreiches und gesundes Leben geben. Und schaltet unbedingt wieder rein, wenn es heißt, Dritter Weltkrieg überleben die Fortsetzung. Wie immer, die Wahrheit zählt und bis zum nächsten Mal.